Willkommen bei Trotz Demenz, einem Podcast der Volkshilfe. Wir laden hier Menschen ein, offen über ihre Erfahrungen und ihr Leben mit Demenz zu sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trotz Demenz, der Podcast. Mein Name ist Asta Kretschische-Bester und mit diesem Format hat sich die Volkshilfe das Ziel gesetzt, eine Krankheit, die oft verschwiegen und ins Abseits gedrängt wird, selbstverständlich und selbstbewusst zum Thema zu machen. Hören Sie Menschen, die über ihre persönlichen Erfahrungen und Sichtweisen sprechen. Erhalten Sie wertvolle Informationen zur Erkrankung und zu den Hilfs- und Unterstützungsangeboten der Volkshilfe. In dieser Podcast-Folge schwingt trotz Demenz beim Vergissmeinnichtball in Villach das Tanzbein. Einem Ball für Menschen mit Demenz, ihre Angehörigen und Betreuungspersonen, in dessen Mittelpunkt soziale Teilhabe und Lebensfreude steht. Und im zweiten Teil geht es dann wieder um wichtige Informationen zum Thema und dieses Mal um die Möglichkeit finanzieller Unterstützung für an Demenz erkrankte Personen durch den Fonds Demenzhilfe Österreich, der Volkshilfe. Zusammengefasst von meiner Demenzhilfe-Kollegin Theresa Milner-Kurzbauer. Schön, dass Sie zuhören. Tanzen, erinnern und sich am Leben freuen. Das Leben gemeinsam im Moment zu feiern, das ist das Motto beim Vergissmeinnichtball für Menschen mit Demenz in Villach. Im Mai 2024 lud die Volkshilfe Kärnten zum ersten Mal SeniorInnen, Menschen mit und ohne Demenz und ihre pflegenden Angehörigen, Pflege- und Betreuungspersonal, Rollstuhltänzerinnen und einfach alle Interessierten zu Tanz- und unbeschwerten Stunden ein. Die Belastung für pflegende Angehörige ist groß und eine passende Freizeitgestaltung mit den Betroffenen zu finden, ist oft schwierig. Bälle und Veranstaltungen wie diese bieten einen geschützten Rahmen, in dem demenziell erkrankte Menschen gemeinsam mit ihren Angehörigen eine Auszeit nehmen können, um verbindende Lebensfreude und Inklusion zu erleben. Hier geht's um Teilhabe, was solche Veranstaltungen so besonders wichtig und wertvoll macht. Der Vergissmeinnichtball, der nach dem erfolgreichen Vorbild der Volkshilfe Oberösterreich und in Zusammenarbeit mit der Stadt Villach im Rahmen ihres Demenz-Schwerpunktthemas organisiert wurde, lockte auch trotz Demenz in den Bambergsaal des alten Parkhotels in Villach. Wir dürfen Sie auffordern, kommen Sie mit auf die Tanzfläche. Ich bin der Horst Longitsch, wohne in Villach und bin heute mit meiner Gattin, die ich betreue seit 3 Jahren, und mit meiner Tochter zu dieser Veranstaltung gekommen. Das macht meiner Gattin schon sehr große Freude, soweit sie das noch alles versteht. Wir haben das im Vorfeld alles besprochen und sie hat sich wirklich schon gefreut drauf. Also mein Name ist Edith Kronschläger. Ich leite mit 2 anderen Damen, mit der Elisabeth Derbuch und mit der Dr. Gianni, die Selbsthilfegruppe Alzheimer Demenz in Villach. Und ich bin zu dieser Gruppe gekommen, da mein Mann selbst betroffen war, ein Junger. Und leider, man vereinsamt mit einem kranken Angehörigen. Und gerade was die Demenz betrifft, es können viele nicht mit der Demenz umgehen, weil je nach Demenzform können aggressive Verhalten zutage treten und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, es ziehen sich die Freunde zurück und so wie jetzt, ich habe jetzt gerade den Ball bzw. die Räumlichkeiten in Villach vom Bambergsaal gesehen und es kommen so viele Leute und ich finde, das ist so schön, weil solange die Krankheit das zulässt, dass man sich mit Leuten trifft und vor allem, wir haben ja die Vorbesprechung gehabt, es werden Musikstücke werden kommen, was für gerade demenziell Entwickelte dann Erinnerungen wachruft. Und ich finde einfach, man hat jetzt schon gesehen, die Leute sitzen zusammen und unterhalten sich. Einfach schön, dass man mal, vor allem Gleichgesinnte, man braucht doch keine Angst haben, wenn jetzt ein Angehörige irgendwie ein bisschen sich daneben benimmt, wie man so schön früher mal gesagt hätte. Man kann so sein, wie man ist, vor allem mit den Angehörigen, mit den Demenzerkrankten. Man braucht keine Angst haben, dass er jetzt an irgendwie aus der Reihe fällt.
Mein Name ist Martina Stefan-Guckenberger. Ich bin von der Volkshilfe Kärnten. Ich arbeite bei der Demenzhilfe und bin unter anderem auch Heimleiterin im Seniorenwohnheim Villach. Meine Funktion heute ist eigentlich die Organisation dieses Vergissmeinnicht-Balles. Also mit der Frau Vizebürgermeisterin und mit meinem Chef, mit dem Herrn Pfeiler, habe ich eigentlich diesen Ball organisiert. Mit Vorbild der Volkshilfe Oberösterreich. Also die Volkshilfe Oberösterreich hat den ja schon ein paar Jahre lang. Und da habe ich gesehen, wie schön das ist und was für lustige Atmosphäre da war. Und da habe ich mir gedacht, den müssen wir nach Kärnten auch bringen. Und deswegen haben wir das jetzt in die Hand genommen und durchgeführt. Und was wollen wir alle? Daran teilhaben am Leben, feiern, es uns gut gehen lassen, wie immer und wo immer. Und ich glaube, das ist der heutige Nachmittag und ich wünsche uns allen viel Vergnügen. Und die Frau Landesrätin hat schon gesagt, getanzt wird. Ich habe heute schon die richtigen Schuhe. Viel Spaß! Also ich bin Gerda Sandrisser, zweite Vizebürgermeisterin in der Stadt Villach und für viele, viele Referate zuständig, aber besonders am Herzen das Referat für Soziales und auch Gesundheit. Meine Funktion ist heute, das Tanzbein zu schwingen, einen lustigen Nachmittag zu verbringen. Funktion, wir waren gemeinsam mit Frau Stefan-Guckenberger im sogenannten Ballkomitee, wo wir die vielen kleinen Dinge erledigt haben, dass es heute ein schönes Fest wird. Das Motto ist bei uns, vergiss mir nicht, soll dir zu Ehren beständig bei mir blühen. Also es soll so sein, dass Menschen niemals vergessen werden, auch wenn vielleicht eine Erkrankung wie die Demenz daherkommt. Aber es ist, glaube ich, der Wunsch eines jeden Menschen, nicht vergessen zu werden. Und dafür steht auch das Vergiss mir nicht, finde ich. Das ist wieder einmal abschalten und unter gleichgesinnten Leuten und Gästen eine Zeit zu verbringen. Also so wie jetzt, wie ich das im Saal gesehen habe, haben das wirklich viele in Anspruch genommen und das freut mich, dass sie keine Angst haben mit den demenziell Betroffenen, dass sie die mitnehmen und zu dieser Veranstaltung kommen. Also das finde ich echt toll. Warum spielen Veranstaltungen und Initiativen, die demenzerkrankten Menschen die Teilnahme am öffentlichen Leben ermöglichen, eine so bedeutende Rolle? Und was sind die wesentlichen Vorteile und Effekte solcher Angebote für Betroffene sowie deren Angehörige? Dass eben die Gesellschaft ein bisschen offener bezüglich der Erkrankung mit Demenz wird. Also ich denke mal, es sind so viele Ängste, so viele ja oft Missverständnisse in der Gesellschaft kursieren, auch Vorurteile. Und dass einfach die Gesellschaft sieht, dass Leute mit Demenz ganz normale Menschen sind und die auch feiern können und die Freude am Leben nicht verloren haben. Im Gegenteil, oft haben diese Menschen viel mehr Freude als wir, sage ich mal, normalen Menschen unter Anführungsstrichen. Nur werden sie leider Gottes nicht als solche wahrgenommen. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass pflegende Angehörige mit ihren Menschen daherkommen, weil ich glaube, es ist ein unbeschwerter Nachmittag, ein bisschen Entlastung und auch ein Herunterkommen, weil ich denke mir, wir haben so viel Pflegepersonal auch da, die mit den Leuten dann tanzen gehen und wo einfach die Angehörigen mal ein bisschen durchschnaufen können und ja, einfach den Nachmittag genießen können mit gutem Essen, Musik und netten Gesprächen. Das ist mein großer Wunsch, dass man mehr an die Öffentlichkeit kommt mit den Anvertrauten, die wir pflegen, ob das Mann oder Frau ist. Die Stadt Villach engagiert sich stark auf dem Weg zur demenzfreundlichen Stadt. Und unter dem Motto Villach goes demenzfreundlich wurde unter anderem eine eigene Webseite eingerichtet, auf der aktuell und zukünftig alle relevanten Informationen und Veranstaltungstermine für Interessierte zum Thema Demenz gebündelt sind. Die Stadt ist auf unterschiedlichen Ebenen aktiv, um eine unterstützende Umgebung für Menschen mit Demenz zu schaffen. Wie hat Villach den Weg zu einer demenzfreundlichen Stadt eingeschlagen und welche konkreten Schritte unternimmt die Stadt, um dieses Ziel zu verwirklichen?
Ja, als Gesundheitsreferent in der Stadt ist es mir besonders wichtig, weil man einfach weiß, dass die Erkrankung der Demenz einfach im Steigen ist, dass man möglichst viele Informationen den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt gibt, dass man sie sensibilisieren kann zu diesem Thema. Und deshalb haben wir uns mit Professor Capella zusammengetan, der neurologischen Abteilung im LKH, um einfach dieses Thema wirklich in den Mittelpunkt zu stellen. Mein Name ist Peter Capella. Ich bin Neurologe, klinischer Neurologe, eigentlich Akutneurologe und leite in Villach die Abteilung für Neurologie am LKH. Das Thema Demenz begleitet mich allerdings beruflich schon seit meiner Dissertation im Jahr 1989, also so lange ist das eigentlich schon her. Das ist ein Lieblingsthema von mir, weil es ein interessantes Thema ist, weil es Menschen eigentlich so unmittelbar in ihrem Leben betrifft und weil es so viele Veränderungen in dem Leben hervorgerufen werden durch so eine Erkrankung. Das macht das so besonders und den Menschen in so einer Situation zu helfen, ist das Besondere dran. Es gibt in Österreich einige demenzfreundliche Städte und Gemeinden und das war so Ansporn für mich, wo ich mir gedacht habe, das könnte etwas für unsere Stadt sein. Und da ich selbst aus dem Gesundheitsbereich komme, war es mir eben, wie gesagt, schon ein besonderes Anliegen und ich habe mich an den Herrn Professor Capella gewandt. Und das Spannende war, er hat zum selben Zeitpunkt das LKH Villach zum demenzfreundlichen Krankenhaus gemacht und arbeitet sehr intensiv daran weiter. Und so haben wir uns partnerschaftlich gefunden und erarbeiten gemeinsam, also auch mit den Experten der Fachabteilung, dieses Thema. Also wir haben mehrere Dinge in Villach diesbezüglich versucht. Ausgegangen sind wir mal von dem Thema, das Krankenhaus primär demenzfreundlich zu gestalten, weil es haben ja an Demenz erkrankte Menschen im Prinzip für andere Erkrankungen genau die gleiche Häufigkeitswahrscheinlichkeit wie die Vergleichsaltersgruppe sozusagen auch. Und man weiß ja, dass Demenzpatienten, wenn sie sich in ihrem Umfeld verändern müssen und das gewohnte Umfeld verlassen müssen und in eine Stresssituation kommen, ganz besonderen Herausforderungen sich zu stellen haben. Und auf diese Herausforderungen versuchen wir im Krankenhaus einzugehen, indem wir die Raumgestaltung demenzfreundlich gestalten, indem wir das Personal schulen, dass das Menschen sind, die da kommen, die spezielle Bedürfnisse haben und den Umgang mit diesen Menschen und die Gestaltung um diese Menschen herum versuchen wir eben freundlich in ihre Richtung zu gestalten. Wir haben offene Ohren, wir haben offene Augen, wir arbeiten, wie schon gesagt, mit den Experten zusammen, die uns immer wieder sagen, wohin geht die Reise, wo müssen wir ansetzen. Und da bin ich sehr froh darüber, solche Partner und Partnerinnen zu haben. Für uns ist es wichtig, für mich ist es wichtig, dieses Sensibilisieren der Bevölkerung in der Stadt, auch im öffentlichen Dienst diese Themen anzusprechen, Schulungen zu machen, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für Menschen, die an Demenz erkrankt sind und dass man einfach auf Augenhöhe mit Respekt ihnen begegnet. Dazu gesellt hat sich dann, und das hat mir besonders gut gefallen, die Frau Stefan Guckenberger von der Volkshilfe, die auch dieses Thema Demenz in Österreich in den Mittelpunkt stellt und so, haben wir so ein Dreier gespannt, wo heute dieser Nachmittag entsteht. Also Villach groß demenzfreundlich wird jetzt gestartet von der Stadt Villach und das können wir nur alle sehr befürworten. Eine wichtige Unterstützung für pflegende Angehörige stellen auch Selbsthilfegruppen wie die Gruppe Alzheimer Demenz Villach dar. Warum sind solche Selbsthilfegruppen so wichtig für Betroffene und deren Angehörige? Insbesondere in Bezug auf gesellschaftliche Akzeptanz, Unterstützung und den Umgang mit der Krankheit. Ich muss sagen, diese Unterstützung von der Selbsthilfegruppe war wirklich, weil man trifft immer wieder Gleiche, die das gleiche Schicksal haben, weil man kann sagen, Schicksal leider. Und wenn man Gespräche führt oder es sind Referenten da, dann ist das sehr hilfreich für alle. Und man weiß, man ist nicht alleine. Also ich würde den betroffenen Personen, die auch mit so einem Schicksal belastet sind, nahelegen, sich zum Beispiel bei einer Selbsthilfegruppe anzumelden. Da ist sehr viel, da sind wir unter Gleichgesinnten, da ist Austausch von den Problemen, die jeder hat. Da kann jeder sich öffnen, kann jeder erzählen, welche Probleme er hat. Und da ist Fachpersonal dort und dort wird man sehr gut beraten. Und diese öffentlichen Veranstaltungen würde ich sehr empfehlen und dass wirklich mehrere stattfinden. Egal ob vom Magistrat, von Sozialamt oder sonst einer Organisation. Aber zurück aufs Parkett. Liebe Martina Stefan Guckenberger, was ist denn heute bisher das Highlight beim Vergissmeinnichtball?
Das Highlight ist bei uns die Fotofox. Es stehen alle bei der Fotofox. Ich habe mir das nicht gedacht, aber es ist wirklich die Fotofox derzeit. Und natürlich die Musik, die tolle, die Live-Musik. Und eine ganz besonders wichtige Frage: Wer hat heute schon getanzt? Ich habe schon getanzt, ja, mit meinem Tänzer, also mit dem Alexander, der bei der Einführung das Showprogramm gemacht hat. Und mit dem habe ich getanzt, mit dem Pflichttanz. Ich weiß es nicht. Ich hoffe eigentlich nicht, ich bin nicht so die Tänzerin. Ja, ich hätte schon jemanden gehabt, der mich aufgefordert hat. Aber wie gesagt, ich glaube, ich habe heute noch nicht die richtigen Schuhe an oder ich warte noch ein bisschen. Ich bin an und für sich niemand, der das Tanzbein gerne schwingt. Und Gott sei Dank ist es so, dass es meiner Frau, die mit ist, ähnlich geht. Also ich glaube nicht, dass ich heute das Tanzbein noch schwingen werde. Ich habe noch nicht getanzt, aber ich denke, ich werde es heute tun. Das Highlight wird sein, ich werde mit meiner Frau bestimmt einmal tanzen gehen. Tanzen war ihre Leidenschaft, ist auch noch heute. Wir haben heute zum Beispiel schon dreimal in der Früh getanzt. Wir tanzen alle Tage in der Früh. Wenn die Musik aus Radio ist, tanzen wir immer 3 bis 4 Mal. Walzer, Polka, also die alte Musik aus den 80er Jahren, würde ich sagen. Die hören wir am liebsten und sie singt sehr gerne. Und wer sollte unbedingt zum nächsten Ball kommen und warum? Willkommen sind eigentlich alle Menschen, also mit Demenz, ohne Demenz, pflegende Angehörige. Und ich finde, dass es so wichtig ist, dass man da die Gesellschaft aufmacht und dass man zusammen feiert. Weil das vergisst man nicht, steht ja auch für Zusammengehörigkeit, Liebe und Treue. Und deswegen sollte man da ein bisschen offener werden, auch die Gesellschaft an sich. Dass man wirklich zusammen feiert und etwas die Rahmenbedingungen ändert für vielleicht Leute mit Demenz, aber sonst können die ganz normal feiern. Und ich bin Heimleiterin in einem Seniorenwohnheim. Und wenn wir feiern und wir haben auch Leute mit Demenz in unserem Seniorenwohnheim, dann geht bei uns die Post ab. Wenn Sie mehr über die inklusiven Demenzprojekte der Volkshilfe und die Initiative Villach Goes demenzfreundlich erfahren möchten, finden Sie in unseren Shownotes dazu alle Informationen und entsprechenden Links. Danke an alle InterviewpartnerInnen dieser Episode. Im heutigen Informationsteil sprechen wir über eine äußerst wichtige Initiative, nämlich den Fonds Demenzhilfe Österreich, der armutsgefährdeten Menschen mit Demenz und ihren pflegenden Angehörigen finanzielle Unterstützung bietet. Diese Initiative wurde vor einigen Jahren von der Volkshilfe Österreich ins Leben gerufen und hat seitdem vielen Menschen geholfen, ihre finanziellen Belastungen zu bewältigen. Als Spezialistin zum Thema durfte ich meine Kollegin Theresa Milner-Kurzbauer, Bereichsleiterin Pflege und Betreuung der Demenzhilfe Österreich, zum Gespräch bitten, die uns mehr über diese wichtige Unterstützungsmöglichkeit erzählen wird. Herzlich willkommen, liebe Theresa Milner-Kurzbauer. Würdest du unseren Zuschauer und ZuhörerInnen zunächst einmal erklären, was der Fonds Demenzhilfe ist und warum er entwickelt wurde? Der Fonds Demenzhilfe wurde 2012 gemeinsam mit einer Stiftung entwickelt, weil wir gesehen haben aus unseren Erfahrungen, dass gerade armutsbetroffene und an Demenz erkrankte Menschen sich oftmals keine Therapien oder Pflegehilfsmittel leisten können. Das heißt, der Fonds Demenzhilfe zielt darauf ab, dass man die finanzielle Situation verbessert und dass wir die finanziellen Sorgen von den demenzerkrankten Personen verringern wollen. Wie kann denn der Fonds Menschen mit Demenz und ihren pflegenden Angehörigen helfen? Der Fonds Demenzhilfe unterstützt finanziell für alle Ausgaben, die die demenzerkrankte Person zu Hause in ihrer Pflege und Betreuung hat. Das heißt,
Die Person kann zum Beispiel professionelle Pflege haben und da wird es finanziell unterstützt oder Therapiemöglichkeiten. Es gibt aber auch Pflegehilfsmittel oder aber auch Honorarkosten von Ärzten und Medikamente, wo wir dann diesen finanziellen Zuschuss gewährleisten. Und wer kann denn nun um finanzielle Unterstützung durch den Fonds Demenzhilfe Österreich ansuchen und wie oft ist diese Unterstützung möglich? Um finanzielle Unterstützung vom Fonds Demenzhilfe in Anspruch nehmen zu können, muss man einen Ansuchen, ein Formular ausfüllen. Und hier benötigen Sie vor allem den Demenzbescheid, aber auch den Einkommensbescheid bezüglich der Armutsgrenze. Und dann natürlich die Rechnungen und Ausgaben, die er im Zuge seiner Pflege und Betreuung zu Hause hat. Und ansuchen kann man beim Fonds Demenzhilfe einmal pro Jahr, das heißt vom 01.01. bis 31.12. Und Sie können bis zu maximal 1.000 Euro erhalten. Wie wird denn die Höhe der finanziellen Unterstützung errechnet und welche Kriterien fließen da in die Bewertung ein? Die Höhe der finanziellen Unterstützung wird über das Einkommen berechnet und auch über die Ausgaben berechnet. Das heißt, beim Einkommen wird das Pflegegeld nicht einberechnet. Es dient einfach zur Rentierung der Höhe der Auszahlung. Und wichtig ist, dass es nur einmal pro Jahr bzw. bis maximal 1.000 Euro ausbezahlt werden kann. Kannst du uns bitte kurz den Prozess der Antragstellung für eine finanzielle Unterstützung durch den Fonds Demenzhilfe Österreich erläutern? Das Ansuchen finden Sie auf www.demenzhilfe.at. Bitte dieses Ansuchen ausfüllen mit den jeweiligen Dokumenten. Schicken Sie es bitte an die Bundesgeschäftsstelle, entweder per Post oder per E-Mail an die Volkshilfe Österreich. Welche Arten von Ausgaben werden denn durch den Fonds Demenzhilfe Österreich finanziert? Der Fonds finanziert verschiedene Ausgaben der pflegebedürftigen Person. Wichtig ist, dass diese Ausgaben zu Hause stattfinden. Das heißt, die Person benötigt zum Beispiel Ergo- oder Physiotherapien, aber auch Pflegehilfsmittel, 24-Stunden-Betreuung. Dann gibt es auch noch die Kosten für die Medikamente, der Selbstbehalt, der dadurch finanziell unterstützt werden, aber auch Tagesbetreuungsplätze in Tageszentren werden durch den Fonds Demenzhilfe unterstützt. Wer überwacht denn den Vergabeprozess des Fonds Demenzhilfe Österreich und wie wird das sichergestellt, dass die Mittel auch gerecht und effektiv verteilt werden? Der Fonds Demenzhilfe wird finanziert durch die Stiftungsgelder, aber auch durch Spenden. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass das Geld dorthin kommt, wo es auch gebraucht wird. Es wurde extra dafür ein Demenzhilfegremium installiert, was zweimal jährlich darauf schaut, wo das Geld hinfließt. Aber auch intern haben wir Wirtschaftsprüfer, die das immer wieder jährlich kontrollieren. Falls Sie Fragen zu den Inhalten dieser Folge sowie zu den Unterstützungsangeboten der Demenzhilfe haben, dann besuchen Sie gerne unsere Webseite demenz-hilfe.at. Oder schreiben Sie uns auf demenzhilfe@volkshilfe.at. Alle Informationen zu dieser Folge finden Sie außerdem in unseren Shownotes, also in der Beschreibung dieser Folge. Wir freuen uns außerdem sehr, wenn Sie trotz Demenz auf Ihrer Podcast-Plattform abonnieren. Und schreiben Sie uns auch gerne eine Bewertung. Dies kann dabei helfen, dass auch andere Interessierte dieses Format und alle Informationen leichter finden. Vielen Dank. Und schön, dass Sie zugehört haben.